In dem ersten Kurzfilm, voll nach Plan, läuft überhaupt nichts nach Plan. Es ist ein Thriller mit einem Auftragskiller, aber auch mit einem lustigen Twist. Es ist der erste Sieger von unserem Filmfest-Spezial-Kurzfilmwettbewerb. Den zeigen wir Ihnen jetzt und danach gibt es noch einen Talk mit dem Regisseur. Ist das dein Spitzname? So in etwa. Alle nennen mich so. Okay. Aber dass ich dich nach Haus gebracht habe, daran erinnerst du dich noch, oder? Ja. Möchtest du etwas trinken? Nein, ich bin nur auf der Durchreise. Nur auf der Durchreise? Ich dachte, du willst mich besuchen. Soll nur ein kleiner Besuch werden. Alles gut? Ja. Ich hab dir doch von meinen Zwängen erzählt. Ja? Das ist einer davon. Kein Problem. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Geschafft. Toll! Kann ich mal deine Toilette benutzen? Ja, das war voll nach Plan von Maurice Tacke und der ist jetzt bei mir. Hallo Maurice. Der Film ist ja ausgesprochen handwerklich gut gemacht. Du schaust ganz offensichtlich gerne Krimis, oder? Ja, also definitiv eher in die Richtung Thriller. Ich mag auch vor allem, sag ich mal, die Psychothriller, die mich auch vom Kopf her fordern und mich überraschen, also ich will halt unterhalten werden, das ist natürlich im Film immer das Erste, was man ja möchte, aber auch miträtseln können und auch schockiert werden vor allem. Wie und wo habt ihr denn diesen Film eigentlich gedreht? Also direkt gedreht haben wir den in Braunschweig tatsächlich, aber ich komme aus Wolfsburg. Mhm. Das war halt ganz normal, also wir haben uns mehrere Wohnungen angeguckt und die hat einfach am besten gepasst, also auch von der Optik her hat es sehr gut zu dem Charakter des Phobikers gepasst, diese kleine Figur sozusagen in dieser großen Wohnung mit all ihren Ängsten da so verlassen sozusagen. Mhm. Ja. Wie war die Entwicklung, wie habt ihr den Film entwickelt, die Szenen entwickelt? Da ist ja doch viel auch an Storyboard auf nötig gemacht. Tatsächlich eher nicht. Ich hatte von vornherein eigentlich schon ungefähr die Bilder im Kopf, also das war gar nicht das Problem. Und auch vor Ort hat alles sehr gut geklappt. Also ich wollte halt vor allem, dass der Auftragskiller immer sehr groß in Erscheinung tritt, während der Phobiker sehr klein ist, also eine gewisse Dominanz zu sehen ist. Und das war halt das Hauptziel des Films, das bildlich auch so in dem Fall auszudrücken. Wie bist du auf die Idee zu diesem Film gekommen? Das kam eigentlich plötzlich. Also ich hatte die Idee eines Auftragskillers einfach, also das war die Grundidee, dass ich damit unbedingt was machen möchte, aber ein bisschen differenzierter. Also man hat ja vor allem, wenn man jetzt an Auftragskiller denkt, so dieses Bild eines Mannes zum Beispiel im Anzug, der dann ganz cool mit Sonnenbrille da steht und einmal abdrückt und das war's und dann mysteriös geht. Und ich habe die Geschichte dann mit Malte Kettler, der dann auch im Film den Auftragskiller spielt, entwickelt. Und das hat sich dann einfach so ergeben, dass wir den Auftragskiller hier ein bisschen anders darstellen wollen, also ein bisschen weirder, der halt auch letztendlich gar nicht so richtig weiß, was er da eigentlich macht. Die Schauspieler waren ja ganz offensichtlich keine Laien, oder? Also die beiden machen auf jeden Fall öfter was. Also Ingolf ist vor allem im Theater, Ingolf tritt vor allem im Theater öfter auf und Malte ist mehr in Richtung Drehbuch, aber spielt auch öfter im Theater. Ist der Stalter schon als John Malkovich-Double nachgefragt worden? Ich weiß von nichts. Nee, du weißt von nichts, okay. Ja, Maurice, wie geht's denn weiter? Hast du schon ein nächstes Projekt? Ja, Teil 2 sozusagen. Also es ist ja Kapitel 1 und wir möchten da jetzt weiter fortführen. Also die Geschichte, wir möchten da ein paar Teile von machen.